A2, Frage 3. Was sollte man essen, um gesund zu bleiben? Achte hier auf. Um zu plus infinitive phrases. And sentences showing contrast using obwohl and aber. Hier sind einige Ideen. Um gesund zu bleiben, sollte man wenig Fett, Zucker und Fastfood essen. Am besten sollte man jeden Tag viel Obst und Gemüse haben. Ich esse ziemlich gesund. Ich habe oft Salat und versuche nur Wasser zu trinken, obwohl ich manchmal auch Cola nehme. Gestern habe ich ein extrem gutes und gesundes Abendessen gehabt. Es gab Brokkolisuppe und Hähnchen. Das war total lecker. Am nächsten Tag habe ich aber einen Hamburger mit doppelter Portion Pommes gehabt. Das hat sehr gut geschmeckt, aber es war leider ungesund. Um in Form zu bleiben, sollte man meiner Meinung nach auch nicht rauchen und man muss ins Fitnesszentrum gehen. Letzte Woche habe ich viel Tennis mit meinem Bruder und Basketball in der Schule gespielt. And here are the main points. We had the um zu plus infinitive phrases and we had two sentences which were very, very similar. Um gesund zu bleiben, sollte man. And um in form zu bleiben, sollte man. You should note here though, you could put your zu at the end of your clause. So you could say, man sollte jeden Tag ins Fitnesszentrum gehen, um in form zu bleiben. So you can vary it as you wish. Sentences showing contrast using obwohl and aber. We had, ich versuche nur Wasser zu trinken, obwohl ich manchmal auch Cola nehme. Und, das hat sehr gut geschmeckt, aber es war leider ungesund. And I've put in italics here, obwohl ich and manchmal auch Cola nehme. So the things to get in the right order here are to put your obwohl directly after a comma, of course, and then to put the subject. I noticed that quite a lot of students in year 10 and 11 don't put their subject directly after obwohl. They want to move it with the verb. But in fact, it stays right at the beginning. So you should have always your obwohl, then the person doing the action, then the details, and finally the verb. And is it the same for aber? I'm afraid not. That would be far too simple. So aber is one of the very small number of conjunctions which doesn't change the word order at all. So, aber es war leider ungesund. And the other conjunctions you might want to know which don't change the word order, generally at this sort of level you'd be thinking of und, aber, oder, which means or, and denn, which means because.